So, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Soli-Tipp. Die Videos werden jetzt ein klein wenig anders sein, viel kürzer als die vorhergehenden, also wir starten gleich durch. Was haben wir hier? Hier ist eine Sky High, eine Eigenbauroute. Und die ist im BMC-Teil, also sprich in dem Teil unterhalb des Handteils, in dem Zapfen, der Zapfen selbst gebrochen. Das ist kein Grund zum Verzweifeln, das kann man ganz easy reparieren, kostet auch nicht viel. Ich zeige mal schnell, wie das geht. So, zuerst wird das Teil abgetrennt, was gebrochen ist. Ein Stückchen dazu könnte ja sein, dass es gesplittert ist. Und was brauchen wir noch dazu? Ein Stück, das wir einkleben können. Das sollte so lang sein, dass es über den Überschub drüber reicht noch. Und wir brauchen Kohlefaser Roving. Das Ganze wird jetzt so verarbeitet, dass erstmal dieser Dorn aufgefüttert wird, dass er in den Hohlraum hier reinpasst. Und anschließend wird er bearbeitet. Dann steht natürlich etwas schmäler vorne raus, kann man sich ja vorstellen. Und das muss dann ebenfalls mit Kohlefaser Roving aufgefüttert werden, eingeschliffen und dann ist es erledigt. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist praktisch Roving-Material auf Epoxy in Spiralwicklung aufgetragen und es kommt jetzt in den Backofen. So, das Teil ist nun ausgehärtet und auch schon bearbeitet. Hier habe ich auch schon die Spirale drauf geschliffen, damit der Kleber sich besser haften kann. Und was jetzt natürlich hier gleich auffällt, ist die Anfassung des Endes des ursprünglichen Einsteckteils oder Zapfens. Und das dient dazu, dass wir hier einen besseren Übergang bekommen mit dem Roving, respektive mit dem Geflechtschlauch, das ich jetzt auch gleich noch zeigen werde. Jetzt wird erstmal dieses Teil hier eingeklebt. Das reicht also, wie man sehen kann, über die Steckverbindung drüber. Die endet ungefähr hier. Und dann haben wir hier nochmal eine Verstärkung von dem Teil selber. So, die Stelle ist nun ausgehärtet, aus dem Backofen rausgeholt gerade. Und nun füttern wir das gesamte Teil auf die Stärke auf von dem Zapfen mit Kohlefaser Roving. So, über Nacht hatte ich jetzt die Reparaturstelle, den Zapfen hier im Ofen und es ist alles schön ausgehärtet. Jetzt geht es dran, den Durchmesser praktisch anzugleichen mit Schmirgelpapier, zuerst mit 40er, dann 120. Und immer wieder schön einpassen, dass der Zapfen dann auch am Schluss wirklich passt. So sieht die Stelle jetzt aus. Habe ich also schön eingeschliffen. Und passt natürlich perfekt. Wenn man es vibrieren lässt, man merkt, dass nichts mehr klappert. Das Einzige, was jetzt nicht so ganz schön ausschaut noch, aber das ändern wir auch gleich, ist natürlich die Farbe hier. Da gibt's einen Handschuh und Abdünnpaste. Das heißt also, hier kommt grün erstmal drauf. Der Blank ist ja grün. Das Ganze wird hier eingerieben. Dann haben wir also hier einen erstmal zumindest mal einen Grünton, der passt aber auch noch nicht. Dann müssen wir da noch ein bisschen Gelb drauf. Wenn man es jetzt schaut, wie das aussieht, haben wir den Ton schon mal ganz gut getroffen. Und damit es auch haltbar wird, muss das Ganze natürlich lackiert werden. Dazu nehmen wir auch wieder unseren Lappen, mit dem wir die Farbe aufgetragen haben.
und massieren praktisch hier den Lack schön auf. Es reicht eine ganz dünne Schicht, weil sonst passt es ja natürlich nicht mehr rein in den Überschub zum nächsten Teil. Vergleichen wir es nochmal von der Farbe her. Spiegeln würde ein bisschen. Sieht gut aus. Gefällt mir und gefällt mit Sicherheit auch dem Kunden. So, ich hoffe, das Video hat einigermaßen Spaß gemacht, hat was gebracht für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich immer ran damit. Am besten per E-Mail an theo@solitip.de. So. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.